Raste oder hier für die für irgendwelche Städte, viel Wiesen und so weiter, Gras, und man sieht schon, das ist eigentlich nicht sehr viel für das Standardzeugs. Und falls irgendjemand mal wissen, wie man den sich hier besorgt, den Epic Game Maker, den kann man für 30 Tage Testversion kann man sich kaufen, runterladen, 30 Tage testen und dann kaufen, wenn einem gefällt. Und das könnte ich ja irgendwann mal in den Comments erklären, wenn jemand das will. Und 5 Minuten. Und jedenfalls, was wollte ich denn jetzt erklären? Ach ja, hier. Safe Wallshit, da speichert man einfach das Projekt, wenn man irgendwas geändert hat. Und diese drei Buttons sind dafür da, wenn man jetzt, das ist, was ist das eigentlich? Das ist nicht wie die Map. Wenn man Map irgendwelche Sachen kopieren will, nehmen wir jetzt einfach mal hier so einen Baum einfach in die Landschaft. Da kann man mit Rechtsklick, kann man die verschiedenen Sachen auswählen und kann das dann kopieren, wie man will. So ähnlich wie bei Luna Magic, das Kopieren. Und jedenfalls, ich wollte auch mal hier die Standkarte überhaupt mal zeigen von dem Ding an. Ja, das kommt mir schon mal zu laut vor, ich mach mal ein bisschen leiser. So ist das wieder gestellt. Okay, das dürfte reichen mal 5. So. Ich, könnte jetzt ja gar nicht sein, nur ein leiser Auto machen. Da haben wir den Startbildschirm des Spiels. Das ist natürlich sehr aufregend. Hier steht der Epic Game Maker Name, ein paar Häuser und die Standardmelodie und alles noch Englisch. Das kann man noch alles übersetzen. Das mache ich aber nicht. Das ist sinnlos. Und hier haben wir die Standard. Nein, die Standardkarte ist es nicht, aber die ist eine leere Karte. Und hier haben wir das Menü. So ähnlich. So fast ähnlich sieht es aus. Ich hatte mein Let's Play Mini gezeigt. Land Fever Engine. Und das ist hier das Standardmenü. Nicht besonders aufregend. Ist halt so ein 0815 Ding, ähnlich auch ein bisschen DNF-Bound. Ist das abgespeichert? Scheiße, das war hier halt nicht. Den F-Bound. Windows 7, das habe ich natürlich vergessen. Den F-Bound-Menü. Und hier haben wir halt die ganzen. Hier haben wir den Ordner des Spiels. Irgendwann erkläre ich das auch mal. Ich bin jetzt irgendwie nicht so weit mit der Erklärung bisher gekommen. Okay. Kommen wir erstmal zu überhaupt Map gestalten, wie man das macht. Wir haben hier 4 verschiedene Reiter. Oder 5 besser gesagt. Der 5. ist so mein Leben. Willkommen zurück. Das sind die nächsten Part von Haupt ist mal die Let's Sachen. Show oder Let's Tutorial. Ja, Let's Tutorial habe ich ja genannt. Epic Game Maker for X. So. Es ist wieder meine ganze Zeit, dass ich das Mal was gemacht habe hier dran. Ich stelle es mal ein bisschen leiser, es fällt mir noch zu laut irgendwie. So. Und jedenfalls ist mal wieder den Telsia beim Speichern der Datei abgestürzt, was mich ziemlich ankotzt, weil ich 45 Minuten aufgenommen habe. Jedenfalls war mir das letzte Mal glaube ich zumindest bei States stehen geblieben. Und zum Glück muss ich jetzt nicht nochmal übersetzen. Also dass ich vielleicht, aber das mache ich jetzt nicht, glaube ich jetzt ganz zu. Jedenfalls haben wir jetzt hier halt die States, also die Status des Spiels. Das heißt die Kampfstatus. Also zum Beispiel bewusstlos, vergiftet, blind, stumm, konfus, Schlaf, Paralyse und so weiter und so fort. Und das sind zum größten Teil negative Statusänderungen, außer die 4 hier. Die sind halt welche, die Attribute um 50% steigern. So, und was haben hier, ich erkläre mal die einzelnen Punkte immer wieder. Hier haben wir den Namen des Statuses, oder der Status ist eben, das heißt nicht, na egal. Egal, jedenfalls der Name. Da können wir irgendwas, gucken wir zum Beispiel Knockout oder Tod, irgendwie sowas halt, was zu dem Status passt. Dann haben wir das Icon, wie aussehen soll der Status, wenn der besteht. Dann nehme ich dann Icon neben dem Namen angezeigt, oder unter dem Namen im Menü. Im Hauptmenü. Und dann haben wir hier wie kann man Restriction übersetzen? Das weiß ich gar nicht, wie man das übersetzen könnte. Sorry. Jedenfalls, mal kurz gucken, ob ich überhaupt. Ja, Mikrofon ist drin. Gut.
ist halt bestimmte Sachen, die der Status auslöst. Zum Beispiel keine, oder dass man keine Magie nutzen kann, wie bei Stumm, dass man immer die Gegner angreift, konfus, konfus, eigentlich schon, ja, immer, Verbündete angreifen, das ist halt, na, wir können als, Berserker, nee, Berserker wäre Always Attack Enemies und Konfus wäre Always Attack Allies, nehmen. Dann haben wir noch, dass derjenige sich nicht bewegen kann und dass derjenige sich nicht bewegen kann und nicht ausweichen kann, das ist nochmal ein Unterschied dazwischen. Aber hier ist natürlich kein Move, der kann denn überhaupt nichts machen, ist ja tot, warum sollten Gegner einen Toten angreifen, das wäre auch sinnvoll irgendwie. Na gut, dann haben wir hier die Parameter, wie sie sich verändern sollen. Das ist natürlich nicht der Fall, weil wenn man tot ist, dann ändert sich auch nichts mehr und der hebt auch alle anderen Status links auf. Wenn man stirbt, dann ist vergiftet, weg, blind, stumm und so weiter. Dann haben wir hier rechts noch verschiedene Optionen. Und Resistent. Resistent ist eben, dass man dem Status nicht widerstehen kann. Das heißt, dass der immer gelingt. Das sollte bei solchen Status nicht der Fall sein. Also hier natürlich bei den Minus-Sachen. Dann haben wir noch Offset bei Opponent, also beim, vom Gegensatz aufhebend. Das heißt, wenn man Stärke Plus hat und Stärke Minus dann wirkt auf denjenigen, dann verschwindet Stärke Plus. Was auch zum Beispiel bei Final Fantasy Hast, wenn einer Gemach hat, dann wirkt man auf diesen Hast und dann ist Gemach weg und man hat trotzdem Hast drauf. Also, ihr wisst, was ich meine. Slip Damage, das ist, genau, das ist ein für einen vergiftet Zustand, wo man dann ein Zehntel der HP verliert pro Runde. Und ja, den kann man übrigens auch, glaube ich, stapeln. Man kann jetzt zum Beispiel vergiftet und dann noch einen anderen Status nehmen, wie so blutet. Dann verliert er halt jede Runde 30% seiner HP. Was ziemlich gemein wäre, aber gut, es geht auch. Und dann können wir auch die Trefferchance der Charaktere drastisch verändern. Das war auf ein Viertel. 25% als nur. Und dann. Was läuft mit mir? Dann haben wir hier die Release Conditions, also die Befreiungsbedingungen frei übersetzt. Das heißt, dass wir am Ende des Kampfes der Status verschwindet, zum Beispiel über Stärke Plus. Das wäre vorteilhaft. Dann haben wir noch durch Schaden, das wäre zum Beispiel bei Konfus, nee, bei Betäubt wäre, nee, hä, Paralyse, hä, warte mal, ach da, bei Schlaf, das ist zum Beispiel der Fall, dass der Status, ach man, verdammt, aufgehoben wird, wenn man getroffen wird, aber glaube ich auch nur mit einer 20%igen Chance oder nach 0 Runden. Also immer nach, na, das ist ja gleich Spiel noch. Also jetzt. Dann kann man noch einstellen, nach wie vielen Runden der Status verschwinden soll. Oder ist das gesagt, wenn man zum Beispiel einstellen, bei Vergift ist eingestellt, gar nichts. Bei Blind ist eingestellt nach 3 Runden, könnte der mit einer 20%igen Chance verschwinden, also in 2 von 10 Fällen. Und wenn das nicht der Fall ist, vergehen wir 3 Runden und dann ist wieder diese Chance da. Und ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Gut, dann haben wir hier rechts noch die Elemente, die der Status. Oh. Oh, was ist denn los? Der Status parieren soll. Also nichtig machen soll. Das ist aber, glaube ich, bei den Standardstatus und von keinem der Fall. Genau. Und dann halt noch die Status, die der canceln soll. Der Status hier zum Beispiel ist hier bewusstlos, was alles andere verschwindet. Gut, das war es erstmal alles zu den Statusen. Jetzt kommen wir zu den Animationen. Das werde ich aber nicht besonders ausweiten, weil das ziemlich. Ja, das ist halt so eine Sache. Hier können wir halt verschiedene Animationen machen. Autsch, das war ziemlich laut. Egal. und. Boah. Wir können halt viele verschiedene Animationen machen. Wir haben auch einen Pool von Standard-Animationen hier. Ziemlich viele sogar eigentlich, aber trotzdem eigentlich auch zu wenig. Hier können wir den Namen der Animation eingeben, den man übrigens im Spiel nicht sehen wird. Dann hier die erste Grafik und die zweite. Das ist neu bei Ecke Mega VX. Wir können zwei verschiedene Grafiken miteinander kombinieren, ohne dass wir die jetzt irgendwie in einem packen müssen.
Und dann haben wir hier noch die Soundeffekte, in welchen, bei welchen Frames, also hier, die gespielt werden sollen, oder zum Beispiel jetzt auch Flash-Effekte, also Aufleuchteffekte. Und dann haben wir hier noch die Position. Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem nächsten Projekt. Und zwar, nein, nicht, es steht zwar F-Bone da, F-Bone Zero, aber ich nenne es Mother. Mother 1. Die Mother-Serie. Und es gibt drei Teile davon. Ich habe bisher noch keinen einzigen durchgespielt. Also, blind. Und ich weiß aber, dass man sehr viel aufleveln muss in den Spielen und deswegen werde ich das dann auch rausschneiden. Wie auch bei anderen Projekten, WG-Projekten. Ja, jetzt start. Okay. Continue. Ach, ich hatte schon mal einen Spielstand angefangen. Den lasse ich mal start up. So. What is the boy's name? Also, wie heißt dieser Junge? Der Originalname ist Nintendo. Oder zumindest heißt das, dass der Originalname ist manchmal auch Ness, wie im zweiten Teil, aber ich nenne Nintendo. Das Mädel hier heißt Anna. Anna. So. Und das hier ist Lloyd. Ach, was ist das L? Da. Lloyd. Hey, na komm. Lloyd. Okay, so. Und der Typ hier, heißt, glaube ich, Teddy. Soweit ich das weiß. Na komm. Ja, ich nehme den Original in der Hand. Ist auch in der PG. What is your favorite food? Das ist Steak. Es wird später benutzt, um damit wir uns heilen können. Da könnte man auch jedes beliebige, könnte man Leim hinsetzen oder irgendwie sowas. Aber naja. Okay, ist das okay? Ja. So. In den frühen 90ern, belegte ein schwarzer Schatten eine Landstadt in Amerika. Zur gleichen Zeit verschwand ein junges Paar aus ihrem Haus mysteriös oder so ähnlich. George, der Mann hieß George und die Frau Maria. Zwei Jahre später, so plötzlich wie er kam, so plötzlich wie er verschwand, tauchte George wieder auf. Er erzählte niemanden, woher er kam. Er erzählte niemanden, wo er gewesen war oder was er getan hatte. Aber er begann mit einer seltsamen Studie. Nur mit sich selbst, ohne Hilfe. Anders als seine Frau Maria kehrt die Kette nie wieder zurück. 80 Jahre sind seitdem vergangen. So. Ja, wir werden ohne irgendwelche ohne irgendwelche Sachen ins Spiel geworfen. Wir haben unser Menü Talk, Check, Good Steak, PSI und Setup. Das ist mein Setup, das kann ich noch einstellen. Oh Gott, es muss auch jemand anrufen. Warte, bis gleich. So, da bin ich wieder. Wo ist denn stehen geblieben? Ach so, ja. Optionsmenü. Hier kann man nur die verschiedenen Knöpfe einstellen. Und die Kampfnachricht, Geschwindigkeit, sorry, ich musste was tragen, deswegen bin ich ein bisschen außer Puste. So, ich würde mal sagen, nehmen wir mal Start, State und Select die Karte. So. Gut. Wir haben hier das Startfenster von Nintendo. Hat momentan Einstellungswerten 5. Okay, naja. Und Telepathie als einzige Sehkraft.
Warum ein Junge von 10, 11 Jahren Telepathie hat, frage ich mich. Naja. Melodie.